Das ist eine sehr enge Geschichte hier. Sehr, sehr eng. 1, 2, 3, Test. 2, 1, Risiko. What's poppin', Boys and Girls? Ich, Jacke Wusch, freue mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt. Was war das? Die meisten von euch wissen ja, dass es einmal im Jahr von Jacko Wusch lustige Weihnachtsgeschenke gibt. Ja, und ich weiß, dass viele das Format auch sehr mögen. Und deswegen nehme ich mir seit 3 Jahren vor, das auszubauen. Ich wollte schon lustige Valentinstagsgeschenke oder lustige Pärchengeschenke machen. Und seit 3 Jahren will ich auch lustige Muttertagsgeschenke machen. Hab's aber nie geschissen bekommen, weil ich gefühlt niemals durchziehe, was ich mir vornehme. Falls ihr übrigens Gejaul hört, unser Nachbarshund ist sehr traurig gerade. Und deswegen kommen von mir nun 3 Muttertagsgeschenke, die ich sowohl lustig als auch süß und lieb und wisst ihr, so emotional schön finde. Beginnen tun wir mit dem ersten Muttertagsgeschenk. Natürlich, wieso sollten wir auch mit dem zweiten anfangen? Geschenk Nummer 1 ist ein Glas. Ja, in diesem Glas befinden sich kleine Zettelchen, auf denen Gründe sind, warum man jemanden lieb hat. Also in dem Fall die Mama. In meinem Fall jetzt sind Zettel für meine Eltern zusammen drin und auch für meinen Papa, die blauen einzeln, und für meine Mama einzeln, die gelben. Für dieses Geschenk braucht ihr ein Glas. Ich habe jetzt ein Einmachglas von Ikea genommen, das ist günstig und sieht schön aus. Papier und Stifte. Ich habe ein paar Stifte, weil ich für dieses Video von Pilot Pen ausgestimmt wurde, hatte ich sehr viel Auswahl. Und dann habe ich einfach so kleine Zettelchen geschrieben. So, und die faltet man dann einfach und macht die hier rein. Also ich habe hier zum Beispiel: Weil ihr süß und klein seid. Weil du eine kleine Hasenmaus bist. Weil ihr wie Ingrid und Klaus seid, wenn ihr streitet. Weil ihr mich während der Pubertät nicht getötet habt. Weil du mir immer verrätst, was du heimlich gekauft hast oder wie teuer es wirklich war. Das ist an meinem Papa, der immer heimlich Sachen kauft. Weil du mit mir Barbie-Raten gespielt hast. Das ist ein sehr gestörtes Spiel, was wir immer auf Autofahrten gespielt haben. So wie: Was ist Silber und glänzt? Die Metallplatte im Kopf von Ken. Weil du mir immer noch 5 Euro Taschengeld mitgibst, wenn ich wegfahre, obwohl ich schon erwachsen bin. Also ist egal, auch wenn ich 100 Millionen Euro mehr als meine Mutter verdienen würde. Sobald ich zum Beispiel nach Berlin fahre, kriege ich 5 Euro, falls ich unterwegs was zu essen kaufen will. Und wenn ihr diese Zettelchen geschrieben habt, dann braucht ihr nur noch ein Schild, auf dem steht, was ist da eigentlich drin. Weil derjenige, der es bekommt, muss ja auch wissen, was drin ist. Mein Schild ist fertig und es sieht ein bisschen aus, als hätte eine 8-Jährige es gemalt. Und jetzt muss es nur noch hier drauf. Das könnt ihr mit Tesafilm festmachen. Ich habe mir hier so goldene Herzen gekauft, die eigentlich für Geschenk Nummer 3 sind. Aber ich habe mir gerade gedacht, dass die auch super zu Geschenk Nummer 1 passen, damit ich kein Tesafilm holen muss. Und mit diesen Stickern klebe ich das jetzt einfach fest. Und es ist noch viel schöner, als wenn... Wow, das ist einfach viel, viel schöner, als wenn ich Tesafilm geholt hätte. Oh, ich bin so kreativ. Manchmal bin ich wirklich überrascht, was für geniale Ideen aus meinem Gehirn kommen. Aber das sieht wirklich schön aus. Das sieht so richtig aus wie mit Liebe gemacht, wisst ihr? So wie der Mensch, der das gemacht hat, der muss mich ganz schön lieben. Vielleicht sollte ich ihm ein Auto kaufen, um ihm meine Dankbarkeit zu zeigen. Oh, ich habe eine richtig geile Idee, Leute. Ich mache kleine goldene Herzchen als I-Punkte. Oh mein Gott, ich bin so kreativ, ich kann es nicht fassen. Und schon ist das süßeste Geschenk der Welt fertig. Und ich habe mir ein bisschen Mühe gegeben, dass ich Zettel reingemacht habe, die sie ein bisschen zum Lachen bringen. Aber auch Zettel reingemacht mit Sachen, die ich mich vielleicht nicht, die man nicht so sagt im Alltag. Weil man nicht einfach so zwischen Tür und Angel schnulzige Sachen sagt. Ich bin jedenfalls nicht so. Kommen wir zu Geschenk Nummer 2. Und es ist eine Tasse. Auf die Idee danach zu suchen bin ich gekommen, weil ich letztens ein Tassenvideo gemacht habe. Falls ihr es nicht kennt, werde ich es euch hier verlinken mit lustigen Tassenmotiven. Und ich habe mir gedacht, es muss doch auch eine Idee geben, eine coole Muttertagstasse zu machen. Und alles, was ihr dafür braucht, ist eine Tasse und ein Porzellanstift. So, und dann könnt ihr da drauf schreiben, was ihr wollt. Best Mom in the World. Never forget to... ich weiß nicht, irgendwas. Auf jeden Fall habe ich einen sehr lustigen Spruch im Internet gefunden. Und zwar: No matter what life throws at you, at least you don't have ugly children. Und es fand ich so witzig. Dann musst du es einfach noch 2 Stunden trocknen und dann schmeißt ihr das für 90 Minuten bei 160 Grad in den Ofen. Und schon ist die Tasse fertig.
Das ging aber schnell. Tja, wenn man zu Jaco Wursch kommt, dann lernt man, wie man mit wenig Input eine Menge rausholt. Kommen wir zu Geschenk Nummer 3. Und dafür braucht ihr nur eine winzig kleine Kleinigkeit. Nämlich einen zweiten Bandscheibenvorfall. Und zwar, basteln wir jetzt einen Wunschbaum. Aber erstmal, was braucht ihr für dieses Geschenk? Für dieses Geschenk braucht ihr einen Baum. Dafür habe ich 20 Euro bezahlt. Genau, dann habe ich mir noch so einen Topf gekauft. Ihr könnt auch einen, wir schreiben da nämlich jetzt was drauf, ihr könnt auch einen Tontopf nehmen, da könnt ihr mit Kreide drauf schreiben. Das finde ich noch viel cooler. Aber ich habe leider, ehrlich gesagt, ich habe wahrhaftig keinen Tonkopf. Perfekt großen Tontopf. Das war schwierig. In dieser Größe gefunden. Dann braucht ihr Papier und Stifte. Und ansonsten braucht ihr eigentlich nur Holzklammern und irgendeine Art von Faden. Bei uns zu Hause war das so, dass man so Gutscheine geschrieben hat, wenn man ein schlechtes Gewissen hatte oder kein Geschenk für den Muttertag oder zum Geburtstag hatte, dann habe ich Gutscheine gebastelt. So wie einmal Spüler ausräumen, einmal Badezimmer putzen, einmal Staubsaugen, sehr viele Milliarden Küsschen, einmal Kaffee kochen und einmal nett sein, obwohl ich schlechte Laune habe. Ich habe mir dann hier noch so richtig streberhaft so einen Kalligrafiefüller von Pilot genommen und habe das schön geschrieben und habe dann so ein bisschen gedudelt. Jetzt nehme ich mir diese kleinen Gutscheine und falte die oder ihr rollt die. Im Grunde genommen könnt ihr das genau so machen, wie ihr das wollt. Oh, guck mal, wie schön das aussieht. Habt ihr jemals so etwas Schönes gesehen wie das? So, und dann müsst ihr nur noch die Zettelchen an dem Baum befestigen. Deswegen habe ich hier diese Klammern gekauft. So, ich knote das jetzt einfach ganz vorsichtig hier oben in die Äste. Und dann hänge ich den ersten Gutschein dran. Tada! Wie schön ist das denn bitte? Das hättet ihr mir nicht zugetraut. Das weiß ich wohl. Aber, wie ihr wisst, überrasche ich euch immer wieder mit meiner makellosen Kreativität. Girls, was soll ich sagen? Das waren meine 3 Ideen für den Muttertag. Ich hoffe, es war etwas für euch dabei, was ihr vielleicht, falls ihr in letzter Sekunde noch ein Muttertagsgeschenk braucht, noch machen. Was heißt in letzter Sekunde? Ihr habt ja noch eine Woche Zeit, ne? Fühle mich wie ein übelster Streber hier. Ansonsten schaut euch einfach mal auf Pinterest um. Ohne Witz, es gibt auf Pinterest einfach immer die coolsten Geschenkideen und DIYs und so. Ich bin wirklich immer weggefetzt davon. Dieses Video wurde unterstützt von Pilot Pen, die mich offensichtlich ausgestattet haben. Da bedanke ich mich ganz herzlich. Es war toll, wieder mit euch zusammen zu arbeiten. Ich habe damals schon mein Draw My Life, was so mega krass durch die Decke gegangen ist, mit denen gemacht. Und es war richtig cool. Da bedanke ich mich ganz doll auch für die geilen Stifte. Ey, ohne Witz, Leute, ne? Damals in der Schule wäre das halt ein feuchter Traum für mich gewesen, ne? So Filzstifte, die man wegradieren kann. Ich hatte früher nämlich immer nur die Aldi Fineliner. Und die waren nicht so cool. Ich hatte immer diese übelst kitschige Kalender. Ich habe mir so einen Kalender gekauft fürs Jahr, diese schwarzen, dicken. Und dann habe ich da jede Stunde in der Schule drin rumgekrickelt. Long story short, ein großes Danke. Und falls ihr euch das Sortiment von den Pilot Pen Stiften angucken wollt, setze ich euch den Link unten in die Infobox. Und ansonsten wünsche ich euch noch eine wunderschöne Woche. Ich bin gespannt auf den Muttertag und wie meine Mutter darauf reagiert und hoffe, dass meine Eltern diese Gutscheine heutzutage genauso wenig einlösen, wie sie es gemacht haben, als ich 5 war. Ihr seid süß, ihr seid klein. Ciao, Kakao.